Ich forsche an der Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen. Die Frage, wie wir Entscheidungen treffen und wie gut die sind, haben ganz massiv auch was mit der Frage zu tun, wie rational Menschen entscheiden und wie rational ihr Verhalten ist. Bis hin zu der Frage, und das können Verhaltenswissenschaftler ganz konkret tun, um Menschen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich interessiere mich seit Neuestem für ein Phänomen, das ich gewolltes Nichtwissen nenne. Das heißt, wir sind Wissensgesellschaften, wir produzieren immer neues Wissen. Und was wir dabei übersehen ist, dass wir als Menschen häufig auch die Entscheidung treffen, bestimmtes Wissen nicht haben zu wollen. Ich würde vermuten, dass wir heute die großen gesellschaftlichen Probleme der Welt, ob wir über den Klimawandel sprechen, ob wir über die digitale Revolution sprechen, dass wir diese gesellschaftlichen Phänomene nicht richtig verstehen und auch nicht richtig in den Griff bekommen können, ohne zu verstehen, was die Rolle des Menschen ist und wie er in diesen Phänomenen Entscheidungen trifft.